Alter, was geht ab, Leute, Junge? Der gehypteste Brunch in München. Das weckt Erinnerung, Leute. Hier waren wir früher öfters. Fancy Getränke, Leute. Wow. So Frühstücksteller. Ja, geht, geht. Die sollen nur sehen, was da drauf ist. Das letzte Croff in München, Leute. Alle anderen haben zugemacht. Wir müssen noch warten, Leute. Guten, guten. Schau mal, das ist ein Croffel. Mal in München getestet, außerdem, der ist neu. Das war Fleisch, Leute. Nur das Fleisch. Hi. Alles zusammen. Luna war schon beides besser, aber hier sieht fancy aus. Anstatt gibt es nicht viele von in München. Avocado könnte ich das haben. Was schön zu essen. Fleischsaft, Ei, leicht duftig, knoppig. Warte. Beides solide, Leute. Kann man auf jeden Fall hier vorbeischauen.
schöner Gang hier, Leute. Das war das Ukio, Leute. Erstes Mal Brunch dort, haben sie neu. Früher waren wir da immer Abendessen. Mit einer gewissen Dame verbinden wir da ein paar Erinnerungen. Aber kein Happy End gab es damals. Nächster Morgen. Ihr seht, von schönem Wetter, schöner Brunch zu Regen und irgendeinem Asiaten, irgendeinem random Asiaten. Es ist Sonntag, Dimi-Time. Und der steht irgendwie auf Asiaten. Ihr wisst, wir taugen Asiaten an sich gar nicht. Wenn ich asiatisch esse, dann vietnamesisch, japanisch, chinesisch, koreanisch. Aber nicht diese Asiaten. Aber die haben Ramen. Ja. Ramen halt. 41 hier, Leute. Der Rest spricht mich nicht so an. Wir filmen hier ein bisschen undercover, Leute. Wir durften da drin nicht filmen, Leute. Aber ihr habt doch nichts verpasst, also. Nee, der war relativ weit unten. Kostet halt einen Zehner. Aber ja, also für einen Zehner. Ja, ich würde nicht sagen, kann man hier satt werden, aber. Ja, es kostet halt einen Zehner, was soll man sagen? Zehner ist echt selten in München geworden. Gefehlt, die Zutaten, Hauptzutaten haben gefehlt. Ja. Also man kann halt nicht viel erwarten, aber. Man kann nicht viel erwarten. Ich denke mal. Für jemanden, der knapp bei Kasse ist und schnell einen Rahmen will, das ist okay. Ja, versuch's gut zu gehen. Weißt du, was ich in meinen Rahmen gefunden habe? In meinen Rahmen? Ja. So diese getrockneten Shrimps? Ja. Einen! Ja, ich weiß. Einen von diesem Mini! Ich hab ja auch noch einen. Oh mein Gott! Ja. Gönn uns Cinnamon, Leute. Wir haben noch Bock auf was Süßes. Timmy ist noch nicht satt. Ist okay. Schmeckt irgendwie nicht so wie früher, Leute. Ja, ich fand den gut. Lange Schlange. Wieso? Ich sag dir doch mal eins aus. Geheimnis. Er schwankt. Man kann es nicht erfassen. Bei mir auch. Schaffst du das? Schreiben, ja, ich nicht. Mein Gott, schafft er das, Leute? Mein Gott, jetzt hör mal auf, Paul. Kleiner Brunch. Mit dem Hochzeitspaar vor ihrer Hochzeit. Das war jetzt schon ein Monat her. War eine schöne Hochzeit. Und ja, dann mit Dimi abhängen. Aber der Laden war nix. Hey, 10 Euro. Was will man mehr? Also man will schon mehr, aber hey, 10 Euro. Wobei, für 10 Euro kann ich mir auch Tütensuppe holen. Instant Ramen und bessere machen. Aber war ein lustiges Wochenende. Wie immer, like, subscribe, kommentieren. Check die Videos auf. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zeug-Kanal. Termine. Serious Business und ciao.